Ihr wollt euer iPhone 11 oder iPhone 11 Pro nun mit einer SIM-Karte versorgen, damit ihr telefonieren könnt, damit ihr ins Internet könnt und so weiter. Die SIM-Karte habt ihr schon, welche SIM-Karte ihr genau braucht, worauf ihr achten müsst und wie ihr sie dann einlegen könnt, das zeige ich euch gleich in diesem Video. Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Alper und heute sprechen wir über das Einlegen der SIM-Karte in das iPhone 11 oder das iPhone 11 Pro. Das macht nämlich gar keinen Unterschied, die Geräte sind sehr, sehr ähnlich und auch grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren, was den Einschub der SIM-Karte angeht, eigentlich kaum was verändert. Grundsätzlich ist es so, also egal ob ihr iPhone 11 habt oder das iPhone 11 Pro, ihr benötigt eine sogenannte Nano-SIM-Karte. Ich zeige es euch jetzt mal etwas mehr aus der Nähe. Hier seht ihr sie, die ist also relativ klein. Und diese Nano-SIM-Karte, die ist eben Teil des Pakets, was ihr von eurem Mobilfunkprovider bekommt. Es gibt ja mittlerweile drei SIM-Karten, die ganz alte, die Standard-SIM-Karte, das zweite ist eine Micro-SIM-Karte und das ist eben diese Nano-SIM-Karte, das ist die kleinste. Wenn ihr also eine von eurem Provider bekommt, dann wird das mittlerweile so sein, dass das eben eine größere SIM-Karte ist, wo ihr die einzelnen Größen, die ihr braucht, herausstanzen könnt. Eigentlich brauchen alle neuen iPhones schon seit vielen Jahren eine Nano-SIM-Karte, das ist bei Android auch nicht anders, weil sie einfach wenig Platz wegnehmen. Und diese Nano-SIM-Karte, die habt ihr entweder schon oder aber ihr fragt sie bei eurem Mobilfunkprovider nach, hey, ich brauche eine Nano-SIM-Karte und dann bekommt ihr eine zugeschickt. Im Internet werden auch Anleitungen veröffentlicht, wie man die selber stanzen kann, davon rate ich euch aber ab. Also, kommen wir mal zum Kern der Sache, wir wollen das Ganze mal hier eintragen und ihr seht auch schon, hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wo das Ganze sein könnte. Jetzt bei dem schwarzen hier ist das nicht so einfach ersichtlich, aber ich kann euch das schon direkt sagen, das ist auf der rechten Seite. Ich trage das einfach, ich mache das erst etwas weiter hoch, dass ihr das vielleicht besser durch das Licht sehen könnt. Und zwar hier ist das Ganze, nämlich hier diese kleine Einbuchtung mit dem kleinen Löchlein. Dort muss die SIM-Karte rein. Und wie bekommt ihr sie dort rein? Das ist relativ einfach. Ihr habt ja die Verpackung von eurem iPhone 11 und dann ziehen wir das Ganze mal hier mal raus und dann gucken wir, was alles dabei ist. Hier ist nämlich ein sogenannter SIM-Card-Ejector dabei. Den brauchen wir jetzt auch, den legen wir jetzt einfach mal dorthin und holen den einfach mal raus. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Nadel und mit dieser Nadel könnt ihr eben hier in das Löchlein reindrücken, damit das Ganze einmal rauskommt. Ich drücke da jetzt einmal rein und ihr seht auch schon, das Ganze ist eben hier etwas rausgekommen. Und jetzt kann ich das auch sehr einfach komplett rausziehen. So, ich habe jetzt tatsächlich hier diesen Schuber in der Hand und jetzt nehme ich auch hier meine Nano-SIM-Karte und man sieht dann auch schon, wie man das Ganze einlegen muss, nämlich einfach so. Es passt auch schon direkt hier hinein. Ich muss also nicht irgendwie noch herumfummeln oder irgendwas, weil es nämlich hier diese abgesägte Ecke gibt und so passt das Ganze sowieso nur ideal eben hier so rein. Und das Einzige, was man dann machen muss, sobald man das einmal eingelegt hat, ist das Ganze eben wieder zurückzulegen. Also auch dort wieder darauf achten, dass eben dieses Löchlein wieder dort ist, wo es war, nämlich unten. Und dann einmal reindrücken, bis das einmal komplett fest ist. Und dann ist eben die SIM-Karte letztendlich hier in dem System auch schon installiert. Und sobald ich eben das iPhone eingerichtet habe, werde ich eben danach gefragt, hier gib bitte die SIM-PIN deiner SIM ein und dann geht es dann auch schon weiter. Falls ihr den SIM-Card-Ejector nicht finden könnt, das ist ja der hier, dann nehmt ihr einfach eine Büroklammer und könnt mit dieser Büroklammer genauso reindrücken. Ich empfehle euch aber grundsätzlich, diesen SIM-Card-Ejector zu nehmen, weil der eben hier oben abgeflacht ist und deswegen es eben keinerlei Probleme mit Schäden oder irgendwas geben sollte. Ihr könnt aber auch ansonsten tatsächlich eine Büroklammer nehmen. Besser ist das hier, aber ich habe mir tatsächlich mit einer Büroklammer auch noch nie irgendwas kaputt gemacht, von daher sollte das eben auch funktionieren. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare bei YouTube. Wir lesen und beantworten fast alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.